Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War Antitan. Es geht weiter, wir müssen die Brücke überqueren. Ich hätte fast diesen Punkt gehabt. Aber nicht bekommen. Offenbar haben die Rebellen ihre Armee aufgestellt, um unseren Frontalangriff zu kontern. Oh, das wird böse. Können wir nun den Fluss, können wir nun die Überquerung der Steinbrücke wagen, um ihn in die Flanke zu fallen? Achso, das ist ein Ausrufezeichen, kein Fragezeichen. Ah ja, und dann die Stadt Sharpsburg muss gesichert werden. Okay. Ich hoffe nur, dass jetzt nichts von hinten kommt. Außerdem dürfen wir die Rebellen weder die Gegend um Dunkirk überlassen. Ja, da bin ich hier dabei. Da bin ich hier dabei. Mach ich ja gerade. So, 3 Punkte. 4 Punkte haben wir insgesamt. Ihr sollt kämpfen. Nur schießen wir uns zu, ne? So, und da. Warte, 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 warte. Da ist ja was Neues. Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bevor ich den Fluss überquere, haben wir eine Kavallerie? Ja, aber ich komme. Billiger. Ich glaube nicht, dass die. Warte, brauchen wir gar nicht vorschicken. Kanonen können gleich aufstehen, erstellen. Das genau. Majas, gib Majas. Das ist eine doofe Idee. Bleib einfach wie du bist. So, da hinten ist eine Einheit. Ach du je. Ich habe eine Einheit vergessen. Oh Gott, die kommt da niemals an. Kriegsverweigerer. Das ist ein Kriegsdienstverweigerer. Weiter, Longstreet hat Angst. Ich spüre es. Longstreet fürchtet sich. Nutzt das aus. Attacke. Feige Sau. Oh, da kommt noch mehr Truppen, da kommen noch mehr Truppen. Und warte mal, hier ist nix. Willst du mich verarschen? Ich krieg jetzt mal die Kavallerie rüber. Da jetzt nichts ist. Da kommt erst was. Die vierte, ich glaube, das ist meine letzte Reserve oder so. So, nach vorne, nach vorne, nach vorne. So, die kann. Warte mal, Pause, Pause, Pause. Es ist einfach richtig viel hier beim Antidamm. Wir haben hier Kanönchen. Die sind jetzt hier fehl am Platz, ne? Diese Kanönchen können wir hier gebrauchen. Also müssen wir jetzt hier auf diesen Hügel eine Artilleriestation bauen. Gefolgt vom Munitionswagen. Dieser gefangene Munitionswagen geht erstmal dahin. Diese Reservisten oder jetzt Einheiten, die sind schwächer als auf der Brust sind, die lasse ich hier. Er runtergehen. Dann gucke ich mal gleich, was sich nicht bewegt. Weil ich will den Punkt unbedingt halten. Was haben wir da noch? Ah, Heinrich. Kriegsdienstverweigerer 2. Weil er so weit hinten steht. Hier, Junge, komm. Komm mal her hier. Komm mal her hier. Schmeck mal die Landluft. Kannst auch mal ein bisschen weiter und dich schicke ich da zu diesem Punkt. Du gehst auch. Wunderbar. Und ihr alle schicke ich hierhin. Weiter. Da ist eine Einheit aufgekreuzt. Wir haben sie entdeckt und ist zurück. Das heißt, die einfach. Mal. Dich packe ich dahin. Dich packe ich dahin. Die Einheiten hier.
Geht alle da ran. Du bleibst einfach stehen. Die müssen sterben, verdammt. Oh, 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 halt. Ah, die machen sich bereit. Truppen bewegen sich. Und du schießt dich auch mal darüber. So, machen wir kurz Pause. Du bewegst dich noch. Du nicht. Du auch nicht. Dann kommt der hier dahin. Weiter. Ja, passiert ganz schön viel hier. Weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ihr habt den Punkt wunderbar ver... Oh, wie ist da... Oh. Wie sind da Leute gekommen, Mensch? Meat ist ein guter Mann. So, den Punkt müssen wir nur verteidigen. Das heißt, du darfst jetzt auch... Warte mal ganz kurz, Pause. So, dass ich überall im Wald jemanden stehen habe. Was anderes will ich nicht. Überall im Wald einen stehen lassen. Das sind dann die Nachroute. Die Nachroute. Und guck mal, da kommt doch schon mal was. Machen wir so. Diese Drecksau. Und Dünchen mit Dünchen. Ne, ihr. Feuer auf den. Bevor irgendwas gerückt wird, müssen die Kanonen nachrücken auf diese Höhe, damit sie die im lockeren Beschuss nehmen. Ich mache das extra ein bisschen weiter vorne, weil bis die Truppen sich alle bewegt haben, wisst ihr, ist Weihnachten. Ich mache den lieber ein bisschen manuell. Dann versuche ich hier eine Linie aufzubauen. Ach, ein bisschen. Kavallerie haben wir jetzt nicht hier hinten, ne? Langsam die Kanonen hier zu verlegen. Machen wir mal kurz aufpassen. Okay. Der sollte nur in den Wald rein. Damit kann ich leben.
Ja, die Kanonen, ne? Hier. Ich glaube, so weit brauchst du gar nicht laufen. Schieß mal. Brauche ich noch Kanonenunterstützung. Die sind auch nicht so schnell, wie ich dachte. Ich weiß nicht, wie weit sie hier in der Stadt stehen. Ihr bleibt da, wo ihr seid. Genau. Kommst du mal mit hier rüber. Mann, die schieben wir jetzt hier rüber. So, jetzt gehen wir mal in die Stadt. Jetzt haben wir ein bisschen Deckung. Mal gucken, was da noch in der Stadt ist. So, hier alle Mann auf diese Ecke, die stört mich. Gut, die sind in der Stadt drin. Nein. Brauchen die Verstärkung? Das ist alles außer Stadt, das ist nicht wenig. Na, ihr macht das gut hier unten. Ihr seid alles top. Ja, der läuft, das ist klar. Na, ich weiß nicht, ob ich hinterher laufe. Kanonen können schon weiter, bis die da sind, ist Weihnachten. Oh, was haben wir da hinten noch alles? Ich glaube, die zwei nehme ich mir mal, einfach nur mal, um hier die Kanone mit Ruhe zu bringen. Munitionswagen. Meat unterstützt die. Grant bleibt mir hier. So. Weiter ran. Weiter ran. Ach, Arnold wurde verwundet. Truppen kommen ja gar nicht mehr an hier. Pause. Ich brauche Leute. Die 600er, das machen wir da. Laufen. Ah!
Ich hab sie voll in die Falle gelockt. Ich bin ein Idiot. Zurück. Zurückfallen, Männer. Na, hier drängen sie gerade in die Stadt. Es muss weg. Es muss weg. Wir müssen sie aus der Stadt rausdrängen. Die Stadt muss uns gehören. Ich weiß immer nicht hin, wo mit den Leuten, ey, es sind so viele. Das wird. Die haben einfach keine Chance, behaupte ich jetzt mal. Schick mal den Mann mit den Tausend immer nach vorne jetzt. Dass die mal Erfahrung kriegen hier. Auch wenn es jetzt nicht die größte Erfahrung wird, aber. Hier mal hier. Einfach mal hier hin. Jetzt sind wir mal mutig. Können wir die anderen nachziehen. Kurz auf Pause machen, die Kanonen müssen nachrücken. Und dann stellen wir gleich mal ein paar weiter hier. Diese Seite. Munitionswagen kann da auch gleich hin und der kann auch mal nachrücken. Zwei Stunden haben wir noch. Irgendwer hat aufgegeben. Ich weiß nicht, ob einer von mir oder von denen oder von denen. Der nächste Trupp hat sich aufgelöst. Übermütig, Attacke. Ja, wir kämpfen immer noch um die Stadt, aber das sollte langsam doch mal hier noch mal glatt gehen da. Fehlt doch mal den Walker. Geh doch mal einen Nahkampf mit dem Walker. Wer will das? Der wagt das. Der braucht das. So, wo sind die ganzen Leute hin? Der war doch mal voll.
komme mit dem Hinterherziehen schon gar nicht mehr klar hier. So, alle Mann dahin. Weiß ja nicht, was noch kommt. Aber ich glaube, das müsste es dann, wenn wir die Stadt eingenommen haben, gewesen sein. Puh. Da haben wir noch locker Zeit für. Oh, nein, nein, nicht in den Nahkampf. Halt, schießen nur schießen. Nicht in den Nahkampf gehen. Ja, verliere ich diesen noch. Jetzt haben wir einen Nahkampf. Ah ja, den habe ich ja gemacht mit Force, genau. Hier stelle ich ihn einfach schon mal zurück, falls die Kavallerie nochmal eingreift. Nee, du nicht halt. Den Tibble hätte ich gerne, mit seinen 2000 Mann. Hier, du hast Feierabend. Empty. Keine Munition mehr. Komm, nachrücken. Ich habe gerade zu spät gesehen, der Munitionswagen hatte keine Munition mehr. Und da nicht die Leute. So, komm mal weiter her. Kanonen brauchen Munition. Dann müssen wir nur warten, bis der Punkt nicht mehr umkämpft ist. Können jetzt auch beschleunigen, gehen wir in den Nahkampf gehen und Rickham einfach mal dahin stellen. So, und können sich darüber zurückziehen. Nur netzen wir. Müsste es jetzt gewesen sein. Was? Welche Linke bedroht er? Gerne noch ein paar Leute. Gehen in den Wald. Oh, den habe ich ihn vergessen. Ah, der hat Feierabend. Komm her, der wird in die Feierabendbuchse. Ach, wie schludrig ich mit den Einheiten umgegangen habe, denn hier. Mal Randa.
Ich weiß nicht, was da alles ist. Komm, einfach hinterher. Einfach hinterher kommen. Ah, da ist die Kavallerie. Hätte ich vorhin gebrauchen können, aber. Ich glaube, die wollen mich hier angreifen. Sieht so aus. Warum brauchen wir jetzt hier Verstärkung? Was. Ah, das war schon der Sieg. Wir hätten fast noch eine Stunde gehabt. Ich sag mal 10.000. 10.000 Mann haben wir bestimmt verloren gegen Stuart, James Longstreet, William Pendleton und Thomas Jackson haben wir gekämpft. 17.000 verloren. Ja, ich war stellenweise, habe ich einfach zu viele Einheiten, zu viele Brigaden gehabt. Stellenweise in der Mitte des Kampfes, ab letzter Folge, Mitte vielleicht auch schon, war ich dann zu schluderig mit den Einheiten und habe sie nicht mehr richtig hin und her. Na egal. 17.000 Mann. Mal gucken, wie viel wir zurückkriegen. Viele feindliche Soldaten wurden auf der Stelle mit Bajonetten aufgespießt und 18.000. Naja, leicht, was denn? Iron Brigade. Hä? Also wir haben 1.000 Gefangene gemacht, das ist auch schön. Wir kriegen wieder eine richtig Stange, fette Stange Geld. Was ist denn hier eine Iron Brigade? Wie kriegt man denn sowas? Haben wir die jetzt übernommen oder was? Major General, wie bekomme ich den denn? Geil. Wow. Wie habe ich den denn bekommen? Das ist ja cool. Scharfschütze. Komplett aufgelevelt. Geil. Den packe ich doch nicht in die vierte Division. Vom ersten Korb eigentlich. Der müsste ja... Na komm, bleibt einfach da, wo er ist. Ja, aber jetzt habe ich echt... wie sieht's denn aus mit... Nee, Stone muss kämpfen. Blume auch. Yes, sir. Da ist auch einer von der Division umgekippt. Hier nehmen wir die Gruft. Boah. Mann, oh Mann, da bist du erstmal eine halbe Stunde mit beschäftigt. Mit Aufleveln, Nachkaufen. Apropos, wie sieht's mit dem Waffenlager aus? Er hat 10.000, sind wir 15.000. Ah, gut, da ist mal was gut drin. Das heißt, ich werde wohl alle auch aufleveln können. 2 Punkte. Politik würde ich doch erstmal in Ruhe lassen. Nachschub ist schon mal nicht schlecht und pack jetzt da mal einen rein. Ich weiß, ja, ich soll sie zu. Ich soll sie hochleveln, aber. Ja, gut, vielleicht 1 Punkt hätte ich da mal geben können, damit wir 20% haben. Ich dachte, hätte ich schon. Ich sehe gerade, hier haben wir 17,5. Ein Punkt packe ich noch in Politik, aber wir kriegen ja gerade. Ich habe 25.000 Mann. Wo ich weiß nicht mehr, ob ich genug Waffen habe, um die irgendwie unterzukriegen. Also von Soldaten und Geld habe ich echt kein Problem. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf Medizin gehen, müssen ja nicht komplett hoch. So, dass wir bei 10% sind, das müssen wir wahrscheinlich 5 Punkte reinpacken. Dann kriegen wir da auch nochmal Leute wieder. Also Leute haben wir kein Problem. Nachschub sind wir ja auch schon bei 20%. Ne? Genau. Das ist doch eigentlich schon ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut.
Wo sind denn die nächsten Schlachtfelder? Oh, bei Frankfurt haben wir einen. Da ist Frankfurt. Ich finde es auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es in Amerika eine Stadt gibt, die Frankfurt heißt. Hier ist Springfield. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Detroit. Gab es damals schon? Knoxville, Nashville. Wo war denn Brunswick? Es gab, glaube ich, in Amerika auch eine Stadt, die Brunswick heißt. Also nicht Braunschweig, aber Brunswick, so hieß ja Braunschweig früher. Gehen sie davon aus, die Historiker. Generell, die, so eine Namen, die Städtenamen ändern sich ja immer. Die Sprache ist ja eine lebendige Form quasi. Und früher hieß es wohl das älteste irgendwas mit Brunswick oder Brunswiger, irgendwas in dem Dreh. Gut, ja, Frankfurt. Dachten, ja, Perryville, wir nennen einfach Frankfurt, die Schlacht bei Frankfurt. Wird eine kleinere, denke ich mal. Auch Iuka wird auch klein. Und dann haben wir hier Fredericksburg. Oh, was kann man da minimieren? Die feindliche Armee erhält viele erfahrene Rekruten. Oh, das müssen wir verhindern, du. Wegen Antitam haben sie bestimmt jetzt schon minus 5, genau. Und da kriegen sie auch nochmal ein bisschen weniger. Na gut. Unser Ruf hat sich auch schwer gesteigert, sehe ich gerade. Der war erst bei 100. Boah, kriegen wir demnächst nur 8000. Patrick Carey, Kelly kenne ich gar nicht. Mann, oh Mann. Das läuft richtig gut, sage ich euch. Warum kriege ich wieder einen Punkt? Ach, ich hab's nicht abgesägt. Dann haben wir jetzt da 20%. Pack ich den nächsten. Ah, da rein, so. Übernehmen drücken. Ganz einfach. Na gut. Haben wir gemacht. Gut. Diese Brigade, die muss überleben. Also, ich glaube, die haben wir jetzt echt durch den einfach so als Boni dazugekriegt, weil wir so geil waren, oder? Wusste, ich habe noch nie irgendwie was gekriegt, noch nie so eine Brigade. Ich weiß nicht, haben wir die von Südstaatlern übernommen? Weil wir so toll gekämpft haben oder so? Weil hier ist auch ein W hinter, wofür ist das W? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten, danke fürs Reinschauen, ne? Abonnieren und so, kommentieren nicht vergessen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao!